Yo, servus Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tokin 2. Allerdings ist das heute kein Story Let's Play mehr, denn die Story habe ich ja eigentlich schon durchgespielt. Nein, ich beginne jetzt eine neue Videoreihe, nämlich stelle ich euch jetzt alle Waffentypen von Tokin 2 vor und wir beginnen mit dem Bogen. Ich habe hier einen der besten Bogen im Spiel, den sogenannten Musou Bow oder wie man auch immer das aussprechen mag. Der hat sehr viel Rohangriff und sehr hohe kritische Chance, hat aber kein Element, also so für Allround ist der sehr gut. Okay, und dann fangen wir an, was kann man mit dem Bogen alles machen. Erstens mal auf Viereck kann man einen Pfeil abschießen. Den Schuss kann man auch aufladen, indem man länger oben bleibt. Und das hier das Maximale. Wenn es so rot leuchtet und dann schießt man einen starken Pfeil ab. Nach einem Schuss, wenn man wartet, lädt man automatisch den Bogen auf und der nächste Schuss ist dann stärker. Auf Dreieck kann man so einen Schuss machen, der dann eine gewisse Reichweite auf dem Boden hat. Man kann auch auf Dreieck oben bleiben und dann hier bestimmen, wohin man schießen will. Wenn man zweimal Dreieck drückt, schießt man 5 Pfeile. Wenn man also ein großes Ziel hat vor einem. Und wenn man dreimal auf Dreieck drückt und dann hält, macht man das hier. Man schießt auf einen Punkt und von da aus regnen dann die Pfeile in den Bogen. Das ist gut, wenn man ein großes Monster hat und man schießt dann drauf, dann wird das hier von mehreren Pfeilen getroffen. Zum Schluss kann man dann noch auf Kreis die Homing Arrows einsetzen. Man hat dann so ein Fahnenkreuz und wenn dann ein Gegner da ist, wird dann der erfasst und diese Pfeile suchen sich dann automatisch den Weg zum Ziel. Dann hätten wir noch auf Viereck und X die sogenannten Cursed Arrows. Wenn man damit einen Gegner trifft, leuchten die dann so weiß und wenn man die dann abschießt, macht man zusätzlich Schaden. Und zum Schluss kann man noch nach einem Schuss in die Luft gehen und dann in der Luft auch Pfeile abschießen. So, sehen wir uns das Ganze mal an bei den kleinen Gegnern. Ich schieße jetzt ein paar Cursed Arrows los, aber ich habe keinen getroffen. So, jetzt habe ich die Gegner hier getroffen und dann kann man zum Beispiel mit dem Homing Arrow die abschießen oder mit einem aufgeladenen Schuss auf Viereck oder mit Dreieck, je nachdem, wie man eben gerne spielt. So, mein Set, das ich hier gemacht habe, ist auf die Homing Arrows spezialisiert. Also da, wo man mit dem Fahnenkreuz Ziele ins Visier nimmt und diese Pfeile fliegen dann dorthin. Ich zeige euch hier, meine Mitama, falls das halt irgendwer nachmachen will. Falls das hier jemand sieht, der auch das Spiel spielt. So, und jetzt machen wir schnell eine Quest alleine. Machen wir diesen Cholux hier. Alleine, ohne die anderen. So. Dann kann ich euch jetzt den Bogen in Action zeigen. So, ich fange meistens immer mit diesen Cursed Arrows an. Denn wie ihr seht, ist der Gegner jetzt davon benetzt und wenn wir jetzt hier drauf schießen, machen wir mehr Schaden. Dann hole ich mir mal ein paar Damage Buffs und dann geht's mit den Homing Arrows los.
Wenn man alleine spielt, ist eben nur das Problem, dass der Gegner sehr oft vor einem steht. Wenn man mit mehreren Leuten oder mit den KI-Leuten dann spielt, dann sind die Gegner eigentlich ziemlich gut abgelenkt. Nur wenn man eben alleine spielt, ist das ein bisschen ein Problem, weil man mit Boom ja eigentlich auf Distanz bleiben möchte. Und ist dann nicht so einfach, wenn man das alleine spielt, wie ihr jetzt gerade seht. Jetzt gleich für den Gegner. Wie ihr hier seht, die Ausdauer regeneriert sich bei mir wieder, denn ich habe ein paar Boosts drinnen. Wenn ich kritische Treffer lande, dann stellt sich die Ausdauer wieder her, und das ist ganz praktisch bei diesen Homing Arrow Set, denn sonst wäre die Ausdauer ziemlich schnell im Keller wegen diesen Homing Arrows. Aber dank der Fähigkeit regeneriert sich die Ausdauer ziemlich schnell durch die kritischen Treffer, und ja, dann kann ich immer meine Homing Arrows losschicken, und wie ihr seht, ganz easy hier der Oni. Okay, das ist jetzt nur eine Low Rank Quest gegen den Oni hier, aber mit dem Bogen ist das ganz schön angenehm zum Spielen. So, vielleicht mache ich noch eine Quest, wo ich dann ein paar Leute mitnehme. Damit ihr dann seht, wie das ist, wenn man noch andere Leute mit hat. Nämlich gelingt es dann ziemlich gut, dass man auf Distanz bleibt, wenn man die anderen angreifen lässt. Und dann kann man selbst aus der Ferne mit dem Bogen draufballern, und der Gegner wird nur ab und zu mal zu einem herrennen. So, erst zeige ich meinen Leuten, sie sollen angreifen. Und dann starte ich wieder mit meinen Cursed Arrows. So, und dann hauen wir uns die Buffs rein. So, und wir können jetzt eigentlich die ganze Zeit Homing Arrows loslassen. Wir würden zwar mehr Schaden machen, wenn wir zwischendurch immer abwechseln würden, also die Cursed Arrows, dann die Homing Arrows, dann wieder die Cursed Arrows, dann wieder die Homing Arrows. Aber so ist es gemütlicher zum Spiel. Wie ihr seht, meine Ausdauer heilt sich ziemlich schnell, weil ich auch viel Schaden mache. Wie ihr seht, ich kann richtig schön auf Distanz bleiben. Die anderen greifen den Gegner an und der interessiert sich gar nicht für mich, und ich kann da immer schön draufballern. Jetzt wollte er gerade zu mir, alles klar. So, zur Abwechslung schießen wir mal die anderen Pfeile. Nämlich dreimal auf Dreieck. Das ist auch ziemlich praktisch, denn wie ihr seht, man erwischt ziemlich viel, wenn man das ja benutzt. Auf Viereck könnten wir auch schießen. Mal
Man könnte sich auch ein Set machen, dass dieser aufgeladene Schuss in einer Sekunde aufgeladen wäre. Aber ich spiele lieber dieses Homing Air War Set. Okay. Und der ist jetzt auch erledigt. Und einen neuen Mitama gibt's auch noch. Alles klar. Tja. Das war der Bogen. So, wieder zurück im Dorf. Ja, wie gesagt, das hier ist der Bogen. Ich spiele ein Homing Arrow Set mit diesen drei Mitama und diesen Fähigkeiten. Und das Set funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ja, das Set habe ich mir von einem anderen YouTuber abgeguckt. Denn da gibt es schon einige gute Sets auf YouTube und ja, das Set ist sehr schön zum Spielen und ist auch ziemlich stark. Und wenn ihr es euch nachbauen wollt, dann macht nur. Das sind die Boosts, die ich habe. Und das funktioniert recht gut. Ja, das war der Bogen und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und mal sehen, welche Waffe wir beim nächsten Mal austesten. Also dann, macht's gut, Leute, und ciao.